Also mein Lieblingsrig ist das D-Rig. Ich binde das D-Rig mit allen Varianten, also allen Haken, allen Vorfachmaterialien, aber ich schätze mal zu 80% binde ich das mit dem Illusion-Material von uns mit 30 Lips Stärke, das ist 0,5 mm Durchmesser. In dem Fall, also das heißt im Fluss, fische ich einen White Gape Beaked X-Haken in der Größe 2 hier. Der Haken hat halt den Vorteil, dass die Spitze etwas nach innen gebogen ist. Dadurch wird die Spitze nicht so schnell stumpf, wenn ich jetzt die Ruten reinhole und der Köder zieht sich ein bisschen über die Steine. Hätten wir jetzt einen Haken mit einer geraden Spitze, dann steht die dann doch ein bisschen eher zu den Steinen hin und könnte stumpf werden. Das D-Rig hat für mich den Vorteil, dass ich alle möglichen Köder da drin anwenden kann. Ich binde ein D-Rig und kann durch das Baitfloss zum Beispiel jetzt einen 30 mm Boilie anbinden oder halt nur einen 14 mm Boilie oder halt einen Doppelboilie oder halt vielleicht nur zwei Tigernisse. Ich muss jetzt nicht die Länge des Haars ändern, sondern ich ziehe einfach nur die Köder auf das Baitfloss auf und knote das dann einfach an den Rig-Ring an. So bin ich ultra variabel und kann halt auch schnell mal wechseln, wenn ich meine, irgendwie die Fische müssten jetzt oder beißen jetzt nur auf große Köder oder auf kleine Köder. Als Vorfachmaterial benutze ich das Illusion Transkaki Fluorcarbon Vorfach in 30 Lips. Das hat einen Durchmesser von 0,5 mm. Das Vorfach ist nicht ganz so steif wie andere Fluorcarbon Vorfächer. Also man kann es auch per Hand, wenn man ein bisschen zieht, gut strecken, dass es schön gerade ist und auch wirklich auch so auf den Boden fällt. Stiff Rig deswegen, man hat halt im Fluss viele Mitesser, die dann auch mal das Boilie anheben. Das wird nicht verwickelt, auch durch die Strömung nicht. Der Engländer sagt immer, das Rig muss sich resetten und es muss, egal was da unten passiert, immer fängig bleiben. Als Haken benutze ich den White Gape Beaked X in Größe 2. Extra ein bisschen größer gewählt, weil ich auch mit sehr großen Ködern fische, entweder Doppelboilie oder einen einzelnen 24er River Edge Boilie. Der White Gape Beaked X hat eine nach innen gebogene Spitze, ist deshalb hier im Fluss gut, weil gerade unten durch Strömungsverhältnisse die Köder hin und her gerollt werden oder ich einleier und der Haken kann schon mal hier und da mal an einem Stein hängen bleiben. Wenn die Spitze etwas nach innen gebogen ist, ist ja ein bisschen besser geschützt als jetzt eine gerade Spitze. In das D-Rig binde ich von Edges einen Rig-Ring und an dem Rig-Ring knote ich dann das Boilie, entweder Doppel-Boilie-Montage wie hier, mit dem Baitfloss von Fox an. Das Ganze ergibt mein Lieblingsrig. Also wie schon gesagt, 80% meiner Rigs binde ich aus dem Illusion Transkaki Fluorocarbon in 30 Lips mit Durchmesser 0,5 mm. Ich nehme ungefähr so 30 bis 35 cm von dem Material. Als Haken für den Fluss nehme ich meistens ein White Gape Beaked X in Größe 2. Nur noch rauskommen. Dann fange ich an mit dem unteren Knoten des D-Rigs. Das ist ein sogenannter Blättchenhaken. Dabei lege ich die beiden Enden gegeneinander. Ein Ende guckt nach da raus und ein Ende zum Öhr. Dann nehme ich den Teil, der zum Öhr guckt und wickel ihn einfach viermal um den Schenkel. 3 und 4. Und ziehe dann das andere Ende durch. Ein bisschen anfeuchten. So. Zuziehen. Aufpassen, dass man sich nicht selbst hakt. Das muss richtig stramm sitzen, damit sich das D oder sagen wir der Knoten von dem D und der Bogen sich auch nicht irgendwie verzieht. Das wäre der fertige Knoten. Also hier guckt auch schön die Schnur jetzt raus, die kommt dann oben wieder rein und dadurch entsteht dann das D. Das hier schneiden wir noch schön kurz ab. Ich senke dann immer die Enden an, dann entsteht so ein kleiner Pinöpel, der dann auch so ein bisschen das sichert, dass der Knoten nicht aufgeht. Wichtig ist, nicht den Rig-Ring vergessen. Komm raus. Das ist auch aus der Edges-Serie ein Rig-Ring. Einfach auffädeln, bis er zum Haken runterkommt. Dann nehmen wir das lange Ende in das Öhr rein. Gut ist an den White Gap X-Haken,
dass das Öhr auch wirklich entsprechend größer ist. Man kann auch mit dickeren Materialien sehr, sehr gut ein- oder zweimal halt durch das Öhr durchfädeln, ohne dass man da irgendwie ins Gefummel reinkommt. Dann gucken wir uns an, wie groß soll also praktisch der Bogen sein, wo drauf halt das Boily oder der Rig-Ring gleitet. Ich mache es immer ein bisschen größer, weil der Abstand des Bogens auch natürlich der Abstand von Haken zum Boily ist. Und ich will immer so einen größtmöglichen Abstand haben, damit auch wirklich da die größtmögliche Flexibilität drin ist im Hakenköder, wenn er eingesaugt wird. Dann wickele ich das 7, 8 mal, 10 mal rum, grob immer so, dass die Umwicklung ungefähr auf Höhe des Hakenspitzes enden, auf der Hakenspitze enden. So, dann das Ende noch einmal durchfädeln, also ein ganz klassischer No-Note-Knoten ist das. Bevor man richtig zuzieht, nochmal anfeuchten. Das wäre dann mein Lieblingsrig, das D-Rig. Also zum Anködern, ich nehme jetzt hier mal eine Doppel-Boily-Montage. Das ist halt das Gute an dem D-Rig. Es ist halt super flexibel, ob ich jetzt ein 18 mm nehme oder 20 mm oder halt ein Doppel-Boily oder vielleicht sogar ein 30er oder 24er Einzel-Boily. Das ist alles egal, weil man durch das Baitfloss die Länge bestimmen kann. Nimmt einfach ein kleines Stück raus, nimmt das doppelt, also praktisch eine Schlaufe. Und hier drauf fädeln wir einfach die Boilies. So, lassen hier eine kleine Öse rausgucken. Nehmen Boilie-Stopper. Fädeln den hier ein. Ziehen den schön weit rein, damit auch ja nichts passiert. Weil wenn jetzt da unten irgendwie kleinere Fische dran sind, Döbel, Prassen, Barben oder wie auch immer, die spielen mit dem Rig, da geht auch mal schnell so ein Boilie-Stopper verloren und die Boilies sind natürlich auch. Wir fädeln eine Seite in das Rig-Ring rein und machen einen ganz normalen Knoten, einmal hier diesen Überhandknoten, eins, zwei, ich mache so drei, vier, ja vier, fünf Stück zur Sicherheit. Nehmen wir jetzt mal vier Überhandknoten, ziehen das richtig fest zu. Da sehen wir, dass der Knoten wirklich sehr, sehr dicht ist. Schneiden die Enden ab. Ein bisschen Platz lassen, weil ich senke die wieder an, damit der Knoten ja nicht aufgeht. So. So ist der versiegelt, der Knoten. Die Boilies können perfekt auf dem D hin und her rutschen. Wir haben eine super Doppel-Boily-Montage. Das heißt, Fisch saugt ein, spuckt aus und der Haken bleibt dann schön hängen. Die Boilies sind schön flexibel. Das wäre das fertige Rig. Jetzt kann man alle Köder dran anbinden, die man will. Ob klein, groß, 2, 3 oder 4. Wie man es will, was beißt.